Jimmy, please say something. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat! You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next year. Here we are, boy, at Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Bully, die Ehrenrunde. Ja, ein Spiel von Rockstar Vancouver. Ein bisschen kinderfreundlicher. Mom, why'd you marry that phony? Wenn man das so what sagen is darf. Wrong with you? Als GTA. Oh, I can't believe this. Mal gucken. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. Oh my God. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. What? He's a brilliant man. Brilliant. Mr. Crabblesnitch. Okay, Mr. Crabblesnitch. I won't keep you waiting, Mr. Crabblesnitch. Okay. Ja, wie gesagt, ein bisschen wie GTA. Nur halt in der Schülerversion. Das heißt ohne Waffen und mit anderen Utensilien. Ich habe mir schon mal ein Let's Play davon angesehen und fand es so köstlich. Also vor Jahren. Deswegen weiß ich auch nicht mehr alles. Ich muss das jetzt einfach mal let's playen. Es ist einfach. Das muss jetzt einfach mal sein. Es ist auch einfach so nice, muss man ganz ehrlich sagen. Oder es ist auch einfach so nice. Aber seht selbst. Hallo, Mr. Knabbersnitch. Yes. So, you must be Hopkins. What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy, a feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster, and I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. What the fuck, man? What the fuck?
Mr. Knabble Snitch. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Das finde ich gut. Run along now, child. I don't fucking know. Ich bin gerade erst angekommen und die Alte pisst mir schon ans Bein. Was ist los mit euch? Könnt ihr dich mal ein bisschen chillen? Oder so? Ein bisschen relaxed sein, ey. Mr. Criminable Snitch. Bisschen was in die Tee mischen. Hallo, Entschuldigung. Um diese Nose clean zu halten. Ja. Okay, gehen wir erstmal zu unserem Dome. Ich weiß, wie gesagt, ein bisschen was über das Spiel. Das heißt, wir müssen uns erstmal umziehen. Und... Time for a beatdown! Okay, show me what you got, bitch! Okay. Ja, probieren wir uns so ein bisschen. Die Kampfsteuerung ist wie in GTA eigentlich. Ein bisschen packen, ein bisschen aufs Maul hauen, ja, ein bisschen werfen. Alles ein bisschen. Okay, und jetzt hauen wir die einfach mal ganz dezent um. Komm her, blocken ist doch für... Okay, demütigen geht mit greifen und dann B. Ne, greifen nicht, sondern einfach nur B. Komm, 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 ein bisschen. Hä? Hat der mich gerade gedemütigt? Ah! Nasty shit! Okay. Loser! You're dead, new kid! Dead. Oh, scheiße. Der Schulgorilla! Oh, fuck. Break it up! That's enough of that! Break it up! Why are you wearing your uniform, young man? Go change immediately! Naja, bin ja schon dabei. Oh, come on. Hat hier nur gerade ein paar, Differenzen mit anderen Schülern. Was ist denn das für ein Trottel? Hey, you're the new kid. Yeah, Trottel. What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Ja, good old GDA. Okay. Dann muss ich wohl da lieb vornehmen. Oh, kostet mich ein Dollar, so eine Coca-Cola. Ja, ja, komm. Weiß ich selber. Ich wusste bloß nicht, wo lang. So, umziehen. Dann ziehen wir nochmal die Schuluniform an. Alles kein Problem. Okay, Scheißdreck. Ja, er sieht motiviert aus auf jeden Fall. Er hat Bock, er hat Spaß. Hey, how you doing? Was bist du für einer? You must be the new kid. I'm Pete Kowalski. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey, man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization. But really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you! Look at you! Leave me alone, Gary! I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Yeah. Verpisst euch! Oh mein Gott, okay, hier kann ich speichern. Ja, ich habe schon mal angefangen, aber da ist die Aufnahme irgendwie
nicht so richtig geworden, wie ich dir das vorgestellt habe. So, und ab hier ist es jetzt aber, ja, mehr oder weniger relativ blind. Wie gesagt, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal, Bully the Air nur gesehen habe. Nicht gespielt, sondern gesehen. Und, ja, wir werden jetzt mal gucken, wie das so geht. Hier ist der Gold's Dome, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal hingehen und so, ne? Knickknack. Nein, ich meine natürlich, wir werden ein ganz braver Schüler sein. Wir werden unsere Nose clean halten, wie der gute Snitch das von uns will. Das ist deine Schule. Okay, show me around. Gary, show me around. That's Russell's locker. Oh Gott. Der hat mir eine verpasst. Fast krankenhausreif, also bitte. Okay, sorry, man, sorry, okay. I'm sorry. Dish now! Okay. Oh mein Gott. Russell, dir werde ich aufs Maul hauen. Du fetter Spast. Yeah! That's what good guys do. Okay. Nice. Take everything. Danke. Well done. So eine kleine geile Pose. Checker. Okay, ja, die Präfektoren. Die quasi die Aufseher hier. Die Polizei quasi. Was? Ich habe gar nichts getan. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Vor denen müssen wir uns jetzt verstecken. Und zwar hier der Mülleimer. Nein! Hey, na? Okay, oben rechts seht ihr unsere Auffälligkeitsleiste. Wir sind wieder komplett unauffällig. Nice. Okay, follow me. Ich komme. Oh, in welchen Trouble musst du mich jetzt schon wieder reinreiten? Ist natürlich hier immer noch alles so toll, ne? Wir haben hier gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Wir werden auch noch genug Zeit haben, das selbstständig zu machen. Okay. Okay. Was ist da los, ey? Was ist da los? Please get it back. Okay. I got it back. Ah, dieses Spiel ist so politisch und korrekt. Ich liebe es. I love it. Typisch Rockstar und GTA halt. Einfach perfekt. So, du Spacko. Aufs Maul, Kollege. Aufs Maul. So, zack, Alter. Zack. Komm her jetzt hier. Ah, danke. Danke. Sehr nett. Auf jeden Fall. Sehr nett. Dass du mir deine Schokolade freiwillig gegeben hast, die gar nicht deine ist. Ja, wir können die Tiere einblenden lassen, wenn wir sie vergessen haben. Das ist ja alles ganz klar. Überhaupt gar kein Problem. So, Janice, hier ist deine Schokolade. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Jesus Christ. Oh, bitte nicht. Ich nicht. Okay. Show me who's who. Okay. Die Musik ist recht stylisch. Und jetzt ist sie weg. Cool. Katzen. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Oh mein Gott. Over there we got the nerds. Of course they're complete social outcasts. Sieben. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Jimbo. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. Oh, shit. These guys rule the school.
definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Mit denen würde ich mich nicht gleich am Anfang anlegen. Ist vielleicht keine so gute Idee. Ach ja, das müssen wir ja auch noch. Unterricht, Freunde, Unterricht. Ja, haha, das macht Spaß. Okay, das Klingelsymbol auf dem Radar zeigt die Position deiner Klasse an. Die Vormittagsunterricht dauert von 9 bis 11.30 Uhr. Easy. Mit der Uhr der linken oberen Bildschirme kannst du die Zeit im Auge behalten. Ja, ist richtig. Komm nicht zu spät, gehe von 9.30 Uhr in die Klasse. Das werden wir doch mal gleich machen. Und die Klasse ist unten. Ja, GG, Alter, GG. Gut, dass ich das auf jeden Fall gepeilt habe. Okay, mal gucken, was dran ist. Chemistry, okay, nice. Let's build some things. Hey, right, class. I take my life. Okay. We will be working with volatile chemicals today. Okay, ah ja, hier muss so ein... ja, wie nennt man das? Quicktime-Event, so rum. Ist zwar im Moment noch nicht wirklich quick, aber, passt schon. Beams! Yes, Chemistry Run bestanden. Easy peasy. Feuerwerkskörper können wir jetzt herstellen. Oh yeah. Tippe LB und M, um die Waffe durchzuschalten, drücke gleichzeitig, um sie wegzustecken. Okay, ich steck die lieber mal weg, weil wenn mich einer der Präfekten damit erwischt, gibt's auf den Sack. Ja, was könnten wir denn jetzt noch zwischendurch? Ich glaube, wir klauen erstmal ein bisschen was, ne? Wann geht die Lust nächste Stunde los? Man weiß es nicht, aber ich will erstmal gucken, ob ich nicht was klauen kann. Ein bisschen. Guck mal. Wow, 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 Alter. Nein, Präfekt! Scheiße! Nein! Nein! Fick dich! Fick dich! Fick dich, fick dich, fick dich! No, get out of my way, bitch! Scheiße! Nope, das war nicht gut. Nein, lass mich in Ruhe! Leave me alone! Okay, habe ich ihn abgeschüttelt? Ich glaube schon. Wow, wow, wow! Willst du mich verarschen, Alter? Das ist erstmal schön gedemütigt, Kollege hier. Oh yeah, right in the face. That's how you like it, right? Oh, oh, oh. Der hat ein bisschen mehr drauf, der Kollege. Und ein bisschen demütigen. Ja, komm, komm. Da stehst du doch drauf, ja? So, Lektion gelernt. Besser ist das, Freunde. Besser ist das. Gleich beginnt der Nachmittagsunterricht. Von 13 bis 15.30 dauert der. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ja, ja, ich will da rein. Ich will da rein. Ja, nicht aggressive sein, Freunde. Nicht aggressive sein. Ja, alles easy. Ja, alles easy. So, Englisch. Das ist ja wohl. Okay. Englisch kann ich. Ist aber hier. Ja, doch, müsste Englisch sein. In der Originalversion ist natürlich eine andere Sprache. Spanisch wahrscheinlich. Assignments. Ja, easy. Peasy. Long Lemon Dings. Hier so viele Wörter wie möglich, bevor die Stunde endet. Navigieren, Buchstaben wählen, Buchstaben löschen, Buchstaben mischen. Okay. Ach Gott, ich bin ganz schlecht in sowas. Ja, Lachs, würde ich sagen. Nein, komm, warum? Lachs. Fax. Ist das? Das ist falsch geschrieben, ja. Fach. Könnten wir noch. Well done. Es ist wirklich Deutsch. Und nicht Englisch. Das heißt wahrscheinlich einfach nur Englisch. Lach. Nee, okay. Lush vielleicht? Wie gesagt, ich bin ganz furchtbar, furchtbar schlecht in sowas. Right. Lush, Scheiße. Sach vielleicht? Sag doch mal, jetzt sag doch mal hier. I'm afraid that's not English. Was kann man denn noch machen? Scheiße. Ich werde euch wahrscheinlich jetzt in den Kommentaren alle aufregen. Was ist denn hier los mit dem Dude? Kann er nicht sprechen? Kann er nicht, weiß er nicht Wörter? Scheiße, was mach ich denn?
Haben wir mit C irgendwas? Nee. Falsch! Oh Gott, ja! Falsch! Das können wir noch machen. Falsch. Good show. Falsch ist richtig. Geil. Was können wir noch machen? Fach habe ich schon. Lachs, Lasch, falsch. Hals. Yay. Wörter. Wörter und Chris. Yeah, das kann er auf jeden Fall nicht. Mach auf S. Danke, bitte, danke. Hals. Was können wir noch machen? Gott, ich habe keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Was können wir denn noch machen? Scheiße, wenn die Prozentzahl rot ist, dann können wir auch nicht, dann haben wir es nicht bestanden. Saf, Laf, was? Nein, ich habe keine Ahnung. Noch 40 Sekunden. Leute, hilft mir. Schreibt sie jetzt in die Kommentare, was ich machen soll. Schreibt sie in die Kommentare. Gott, ich kann das mischen. Ich kann das doch mischen. Misch doch. Vielleicht hilft mir das irgendwie. Nee, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Alf? Scheiße. Ja, das ist ein Slang. Nein, 13, 12. Scheiße. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Komm, scheiß drauf. Habe ich halt nicht bestanden. Scheiß auf irgendwie. Wer braucht das schon, ne? Wer braucht das schon? Keiner braucht das. Jemals im Leben hat das noch nie jemand gebraucht. Ah ja, fuck it. Ja, fuck it.